bin Tronje Tolle von Elm. Franzi, Tag. Hi. Willkommen in deinem Atelier. Danke, danke. Gefällt mir sehr gut. Und seit wann machst du das? Das mache ich seit zweieinhalb Jahren. Und hast du eine Ausstellung schon gehabt? Nein. Nee, ich mache jetzt eine Ausstellung im April, Anfang April. Hier in Hamburg? Du bist herzlich eingeladen. In Hamburg? Ja, 2. bis 5. 4. Wirst du als Künstler schon richtig wahrgenommen und auch ernst genommen? Weil es gibt ja wahrscheinlich 100.000, die das machen wollen. Oder sind. Also ich glaube, das ist noch nicht öffentlich so. Es gibt es ein bisschen auf Instagram oder auf einer Website. Mhm. Aber die das so sehen, die verstehen schon, dass es ernst gemeint ist. Also es ist kein Scheiß. Es gibt ja auch so Kunst, wo man so denkt, ja, ist toll. Mhm. Aber ich glaube, man kann schon spüren, dass es ernst gemeint ist. Mhm. Als Kunst. Und dementsprechend glaube ich. Dass du die ernst meinst, ist mir klar. Ja. Aber es gibt ja wahrscheinlich auch so viele Bewerter und Kunstexperten, ja. Die sich dann drüber auslassen und dadurch ja eben auch einen Künstler formen oder hochbringen oder größer machen können. Es ist ganz interessant, weil es ist so eine Unsicherheit, glaube ich, von allen Kunstbetrachtern, von neuer Kunst, dass sie immer so, die suchen immer so Parallelen direkt zur Kunstgeschichte. Oh ja, du hast dich bestimmt viel mit Bacon beschäftigt. Und es geht irgendwie, habe ich immer das Gefühl darum, dass die das für sich in so eine Schublade tun können, damit sie wissen, was sie darüber denken sollen, bevor sie es halt empfinden. Mhm. Weil das soll ja jetzt erstmal so Energien erzeugen. Es ist ja so Energie. Mhm. Also böse oder schlechte Energie meistens, die halt dann so auf die Leinwand kommt. Wann entscheidest du, dass es fertig ist? Oder sind Bilder bei dir nie fertig? Nee, wenn ich nichts erkenne, was mir super gefällt, also wenn es so neu ist für mich. Alles, was ich erkenne, was gut ist, was ich als Kunst erkenne, auf den ersten Blick, das muss ich zerstören immer. Okay. Weil das finde ich nur gut, weil es schon mal jemand vor mir definiert hat. Ach so. Dann weiß ich, dass ich Kunst gemacht habe, aber dann ist es ja nichts Neues sozusagen. Oder was man als Kunst verstehen kann. Und ich muss ja meine eigenen Sehgewohnheiten neu definieren. Das versuche ich zumindest. Mhm. Das heißt, sobald es so ist, dass ich gar nichts mehr verstehe, dann ist es irgendwie. Richtig. Genau. Geht's in die richtige Richtung. Aber ich würde es auch jetzt wieder übermalen. Also ich bin jetzt auch schon wieder unzufrieden. Frage: Haben deine Kunstwerke dann auch einen Namen? Nee, das heißt jetzt Untitled. Ja, super. Ich erforsche die Malerei so, wie ich sie für mich wie ich sie für mich definieren möchte. Ich muss dazu in dem Kontext einen Namen sagen: Ekle Otto. Weil sie ist die, mit der ich als einziger Mensch eigentlich mich wirklich ernsthaft über Kunst unterhalte, wo ich auch gerne zuhöre, weil sie immer die richtigen Fragen stellt. So, und es geht halt immer um diese Position in der Malerei. Und ich versuche halt zu definieren, was Malerei für mich ist und warum ich das überhaupt mache. Also ich mache es, weil ich es gerne mache und weil ich es auch irgendwie machen muss. Aber das reicht ja irgendwie nicht aus. Es muss ja dann auch irgendwie mehr sein. Mhm. Und das Bild ist halt insofern wichtig, weil das wirklich so eine eigene Position einnimmt, wo ich irgendwas kreiert habe, was ich vorher noch gar nicht so kenne. Mhm. So. Also es ist halt irgendwie so entstanden. Und das ist halt jetzt wirklich das Ende dieses Prozesses von den Bildern, die ich dir dann gleich zeige. Mhm. Und dann siehst du auch, was es für Elemente gibt, die man eher definieren kann oder so. Also so Unsicherheiten. Man versucht dann über gutes Handwerk, gut gemachte Proportionen, Licht, Schatten zu beweisen, dass man Künstler ist und dass man malen kann. Oder durch Outlines oder eine krasse Botschaft oder so. Und hier ist es halt nicht mehr so. Und darum ist das Bild eigentlich ganz interessant und braucht auch keinen Titel. Bis jetzt. Bis jetzt. Vielleicht kommt er noch. Vielleicht fällt mir auch noch was ein. Ja. Es nennt sich, sag du doch mal was. man sagt ja, dass Energie nicht verloren gehen kann in der Physik. Sprich, wenn ich jetzt irgendwie einen Hammer, einen Nagel irgendwo reinhaue, dann schiebt er ja irgendwie das Holz auseinander. Dann ist diese Energie ja, die kinetische Energie hat ja irgendwie was verformt oder so. Mhm. Und hier bringe ich ja Emotionen, das ist ja auch irgendwie eine Energieform, auf die Leinwand. Und wo ist die Energie aber jetzt? Die ist jetzt ja irgendwo hier drin. Mhm. Wenn, nicht so esoterisch, aber und vielleicht kommt die jetzt ja auch irgendwo bei dir rein, an. Vielleicht beschäftigst du dich auch alleine nochmal 5 Stunden mit dem Bild und gehst dann nach Hause und machst erstmal deinen Schrank kaputt oder so. Mhm. Aber die Energie muss ja irgendwo sein. Mhm. Und das ist halt die Frage, die ich ganz spannend finde eigentlich, wo die jetzt ist und wo die jetzt hingeht. Mhm. Oder ist die hier so gefangen, wie so ein Dämon oder so. Es heißt, der Reiter der Apokalypse. Mhm. Das ist ja der,
die klassische Darstellung des Kapitalisten mit diesem Hut und dem Nadelstreifenanzug. Mhm. Aber es ist ja ein moderner Kapitalist, der hat ja auch Brüste. Es gibt ja auch Kapitalistinnen. Mhm. Und das ist halt dieses Sinnbild, was halt einfach für diese, für die ja, Machtverhältnisse weltweit irgendwie steht. Ne? Und die versprechen uns halt die ganzen guten Dinge im Leben. Geld, Titten und Yoga. Mhm. Und das ist halt das, womit dann diese Maschine angetrieben wird. Genau. Aber es ist ja eine Reiterin, oder? Kann sein, ja. Kann auch so ein... Vielleicht hat es auch kein Geschlecht. Okay. No gender. No gender. Meine Bilder sind genderfrei. Mhm. Das ist jetzt nur noch, fast nur noch so Malerei, wo es gar nicht mehr um sowas geht. Ne? Also das ist für mich total wichtig, diese Sicherheit, die ich mit so Strichen schaffe, aufzugeben. Mhm. Und das passiert hier jetzt ganz gut. Genau, es ist halt, es geht wirklich nur noch um das Medium, mit dem man arbeitet. Und ich habe im Endeffekt dann irgendwie rausgefunden, dass wenn ich... gar nichts mehr mache, was man erkennt, wie zum Beispiel Augen, dann ist es noch viel besser. Und das Bild lässt jetzt alles total dumm aussehen, weil das so... Bei dem Bild ist es scheißegal, wie es gemacht ist irgendwie. Und darum hat es so eine Ehrlichkeit. Mhm. Und das ist, dieses Bild ist jetzt irgendwie hübscher, aber auch doofer, finde ich. Findest du? Das hat mich total genervt, weil ich die Farben total toll finde. Die aber Farben sind mega. Das ist schön, ne? Total geil. Und ich mache es auch alles mit den Händen übrigens. Jetzt ist es auch noch wichtig zu erwähnen. Ja, genau, ich meine nicht mehr so viel mit Pinsel. Manchmal rolle ich halt noch so ein bisschen, damit es schneller geht, weil ich zu faul bin. Aber genau, es ist jetzt alles mit der Hand gemacht. Mhm. Und hier siehst du auch, wenn du es mal anfasst, so wie... Die Struktur von den Fingern, genau. Von den Händen, genau. Ja, also du siehst halt auch, wie viele verschiedene Bilder da drunter sind. Also diese Leinwand, die ist bestimmt fast ein Zentimeter, weil da so viele Bilder schon drauf waren auf der Leinwand. Ne? Und sind die abgeschlossen? Oder? Die jetzt? Also, ich glaube schon, also... Ich bin ja nie zufrieden, aber doch, es gibt vielleicht noch eine dritte. Aber wenn ich jetzt anfange, so Serien zu denken, dann bin ich nicht mehr frei genug. Man soll ja immer in Serien arbeiten als Künstler. Mhm. Aber das mache ich da aus Prinzip nicht. Aber wer sagt denn das? Ja, genau. Also es gibt ein Symbol, was ich mal entwickelt habe. Ich kann das ja jetzt zeigen. Ich zeige dir jetzt das Symbol, okay? Okay. Ich habe mir ein Tattoo gemacht. Und zwar gibt es auch das Symbol, wo man, wo ein Typ eine Blume in ein Gewehr reinsteckt. Ja. Oder eine Frau ist das, glaube ich, irgendwo. Mhm. Das ist so, ich weiß nicht, 18. Jahrhundert oder so, das ist so eine Muskete und sie steckt halt irgendwie eine Blume rein. Das ist so ein total schönes Friedenssymbol. Mhm. Aber es ist ja nicht zeitgemäß, weil keiner schießt mehr mit einer Muskete. Mhm. Leute schießen ja heutzutage mit Kalaschnikows. Mhm. Und daraus ist dieses Symbol entstanden. Ja. Eine Blume in ein Gewehr zu stecken, aber in ein zeitgemäßes Gewehr. Und das ist das meistverkaufte Gewehr der Welt, die Kalaschnikow. Und sieht auch irgendwie geil aus, also rein visuell, so von der Form. Ist schon nice. Genau, so ist das Symbol entstanden. Da habe ich mit meinen Freunden von, meinen Homies von Oncrete, nennen die sich, die machen so Steinsachen, haben wir dann ein Konzept entwickelt, eine Vase zu bauen. Das ist eine Vase jetzt. Mhm. Problem ist so, dass der Lauf sehr dünn ist. Ja. Und dementsprechend passt da keine Blume rein. Das heißt, wir werden... Eine ganz dünne Blume. Ja, oder man designt es nochmal neu. Ja, sowas. Ja. Aber es soll ja eigentlich so ein Strauß, wäre auch schön. Ne? Aber es soll halt irgendwie so ein Designobjekt werden, was halt für ein Antikriegssymbol steht. Genau, und hier habe ich es dann entfremdet. Da gibt es dann noch den Dildo, der dann die bösen Männer mit ihrem Glied kritisiert oder anspricht. Ja. Äußerlichkeiten. Ja. Wirst du echt so krass darauf reduziert? Ist das so? Wurde man das immer oder wird man das immer? Vielleicht kann man so... Nicht, also ich denke mal, so zu Anfang war das so, dass natürlich die Leute nur deine Bilder gesehen haben und nur die Bilder beurteilt haben. Mhm. Aber dadurch, bin ja anders eigentlich auch gestartet. Ich habe ja nicht gesagt, ich will Model werden, sondern
und habe im Grunde bei Null angefangen, sondern mich hat ein Designer entdeckt, Wolfgang Job. Und dadurch war von Anfang an mein Name immer in Verbindung mit mir. Er hat damals gesagt, ich bringe dich zur Straße, rübergehen musste alleine. Das fand ich einen ganz coolen Satz. Ja, cool. Er hat mich halt immer unterstützt, aber trotzdem im Grunde, wenn du alleine am Set stehst, musst du halt dein Ding machen und musst beweisen, dass du es dann irgendwie kannst oder auch nicht. Und deswegen habe ich nie das Gefühl gehabt, dass ich nur eine äußere Hülle war. Ja, ja. Aber trotzdem betrachtet man natürlich im Endeffekt nur die Bilder und sagt, das Bild finde ich toll. Und wenn man dich dann in Person kennt, dann musst du dich dann als Person noch bewähren dazu. Natürlich war vor 23 Jahren auch eine komplett andere Zeit. Wenn du da als Model irgendwo hinbekommen bist, warst du ja eigentlich eine Hülle, also wie sagt man, das Gesicht. Ja, und mehr, also, mehr stand ja, wurde ja auch nicht, also Personalities wurde ja zu Anfang noch nicht so erarbeitet. Also damals gab es natürlich in den 90ern auch schon tolle Topmodels, muss man ja sagen. Das haben sie sich aber auch erst erarbeiten müssen. Ja, die Geschichte finde ich ja toll, dass die so sich schon miteinander irgendwie für bessere Rates und so weiter gekämpft haben. Ne? Es ist auch das der einzige Job weltweit, wo Frauen besser bezahlt werden als Männer. Ja. Und auch ein besseres Standing haben als Männer. Ja. Und das finde ich schon mal eine ganz interessante Sache, weil natürlich gerade in der jetzigen Zeit wird immer drüber gefragt mit Gleichberechtigung und Bezahlung. Ja. Und da sind wir eigentlich so deutlich besser gestellt. Ja, ja. Und es ist ja auch so, das ist ja so eine Szene, die oft so auch kritisiert wird für das Bild der Frau in dieser Szene. Mhm. Aber gleichzeitig ist sie die emanzipierteste Szene von allen, was das Finanzielle angeht, was auch alle wiederum fragen. Genau. Sorry. Begrüß mal deine Leute. Nein, morgen. Oh. Wieso weißt du das? Yay, du hast heute Geburtstag, kleiner Vino. Das ist Aaron. Aaron ist auch berühmt. Aaron ist Tänzer. Das ist Franziska. Hi. Hallo, Aaron. Das ist Aaron. Freut mich. Aaron ist Tänzer. Was geht ab? Diese beiden sind so fresh. Wieso weißt du noch mein Geburtstag? Ciao. Überraschungsparty? Dann bin ich eingeladen worden zu einer Sendung mit Roger Willemsen, der leider verstorben ist, aber der ja sehr intellektuelle Gespräche führte. Ja. Und ich wurde eingeladen zum Thema, was ist schön? Oh ja, okay. Und in dieser Runde saßen dann eben auch ein Schönheitschirurg und auch ein Künstler, eben, der über seine Bilder geredet hat, und halt ich. Und dann dachte ich mir, was sagt man da jetzt wirklich Cooles oder Intelligentes zum Thema, was ist schön? Weil eine äußerliche Hülle ist ja keine Schönheit. Schönheit ist das, was andere betrachten. Die Stärke aus jemandem heraus. Und es ist ja auch immer relativ, was man schön findet, oder? Genau. Ja. Jeder betrachtet es ja auch anders. Ja. Okay, das ist ja mal interessant, dass du dann praktisch in dem Alter dich zu dem... Es ist ja auch ein Alter, wo du wahrscheinlich gar keine Meinung wirklich dir bilden kannst. Mit 22 zum Thema Schönheit. Ja. Also was kam dann bei raus im Endeffekt? Wie soll ich die Frage stellen? Ja. Also sagen wir mal so, der Blick auf Dinge hat sich trotzdem nach so vielen Jahren auch nicht geändert. Weil, wie gesagt, jeder hat eine eigene Meinung darüber. Ja. Und ich finde... eine rein schöne, wie sagt man, Äußerlichkeit oder eine äußere Hülle, da sagst du jetzt vielleicht, boah, das ist eine schöne Frau. Aber ich finde, man muss das, die Person natürlich, auf Personen bezogen, die Menschen erstmal kennenlernen, weil sonst kann ich nicht sagen, der Mensch ist schön. Ja. Aber stimmt es, dass nur innere Werte zählen? Es gibt sicher, ich denke schon, dass es in erster Linie, natürlich, wenn du jemandem begegnest, ist es die Äußerlichkeit. Ja. Aber im Endeffekt ist das, was innen herauskommt, das Wichtigere. Weil, es gibt so schöne Menschen, wo du sagst, was ist denn das für ein Arschloch? Ja. Und dann ist die Schönheit schon wieder verschwommen. Ja. Also, voll. Demzufolge denke ich, dass es wirklich am wichtigsten ist, wie man miteinander umgeht oder wie man einfach drauf ist. Jetzt kommt diese Debatte auf, wo ganz viele Frauen oder ganz viele Schauspieler und so weiter irgendwie belästigt sind. Zurück auf so eine schon längere Karriere zu dem Zeitpunkt und fragst du dich dann irgendwie, vielleicht bin ich auch ein Opfer davon oder reflektierst Dinge anders und so weiter. Hast du auch überlegt, ob du vielleicht irgendwas ansprechen musst oder siehst du Sachen von damals jetzt rückwirkend vielleicht auch anders? Also ich habe natürlich eine kleinere Geschichte auch, aber ich hatte natürlich das Glück dadurch, dass ich erst mit 22 angefangen habe und davor ja auch eine Lehre gemacht habe. Das heißt, ich war ja schon halbwegs erwachsen, würde ich jetzt mal sagen. Habe im Hotelfachher gelernt. Das heißt, du musst mit Menschen umgehen, du musst auch mit Leuten umgehen, die nachts an die Bar kommen und irgendwelche Sachen. Kannst auch mal Nein sagen oder so. Genau. Und ich bin ja, als ich dann angefangen habe, habe ich ja... an einem großen Contest teilgenommen, der gemacht wurde von Elite Model Look. Und da waren 80 Mädchen aus der ganzen Welt. Ja. Und ich bin nicht,
also sagen wir mal so, ich bin nicht unbedingt unter die letzten 15 gekommen. Der Fotograf, der damals die Finalisten fotografiert hat, hat mich gefragt, ob ich die nächsten zwei Tage auch noch da bleiben würde. Er würde mich auch mit fotografieren. Ja, ja. Und dieser Fotograf hat mich dann mit einem Modelagenten gefragt, ob sie abends mit mir essen gehen. Von Elite. Von Elite. Ja. Und natürlich weiß man, wenn man halbwegs erwachsen ist, dass die nicht, weil sie dich so toll finden, mit dir essen gehen wollen. Mhm. Und natürlich habe ich Nein gesagt. Ja. Also es gibt sicherlich auch Mädchen oder Frauen, die gesagt haben, ja, ich gehe mit essen. Ja, 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 und ja, ja. Was natürlich, es ist total falsch dann aus der Situation heraus, dass die Männer das im Grunde genommen ausgenutzt haben. Ja, ja. Also ich denke, dass viele, und das will ich auch gar nicht verunglimpflichen, auch wirklich schlimm belästigt worden sind und vielleicht auch noch werden, auch wenn es die Debatte mittlerweile gibt. Ja. Aber ich wusste schon immer, dass ich zu gewissen Sachen einfach oder zu solchen Sachen einfach Nein sage. Ja. Und vielleicht natürlich, um es mal so zu sagen, hätte meine Karriere vielleicht auch eine andere Wendung genommen, aber damit hätte ich mich nicht wohl und nicht sicher gefühlt. Kunst. Willst du das schreiben? Nee, ich schreibe das selber, ne? Und ist es richtig geschrieben? Ja. Ich hatte ja auch schon mal einen Rechtschreibfehler im Tattoo. Eben, du hältst den Finger. Was? So? Nochmal so? So. So, ja. Ja. Nee. So rum, ne? Ja. So. Genau. Ja. Und dann? Und dann hältst du es so wie ein Stift. Und dann wie ein Stift. Genau. Und da ist es dann drin. Warte, so, so. Ja, so. So. Und hier liegt es auf, ne? Jetzt kannst du ja mit so. Mhm. So. Genau. Ja. Okay, und dann? Ja. Ah, da drauf drücken. Drück mal mit dem Fuß drauf. Wie bei einer Nähmaschine. Stimmt. Ist dasselbe Prinzip. Richtig. Da hängt jetzt ein Tropfen dran. Ja, nee, mach mal, halt mal rein. Und jetzt drück nochmal. Ach, da rein drücken? Ja. Okay, so ist gut. So reicht schon. Okay. Okay. Willst du dich hinsetzen? Ja. Warte mal, darf ich? Ja. Und wie tief? Mach einfach. Ah, nein, du musst halt nur, mach einfach nicht so, du drückst halt nicht zu doll. Du lässt die Maschine alles machen. Einfach drüber laufen. Ja, ja. Okay, versuchen wir das mal. Okay, und am besten fängst du bei dem ersten Strich vom K an. Bei dem? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Du hast meine Erlaubnis. Warte mal, ich halte das mal einfach so hier drauf, ja? Genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ganz langsam nachziehen. Ach, so schön, ganz richtig langsam. Oh Gott. Ach. Warte. Ich wackel total. Ja, nee, ist eine scheiß Position. Es geht. Nicht gucken. Okay. Schön langsam, ja, so ja. Ganz so. Okay. Ja, ist okay. Es fühlt sich genau richtig an. Gut. Wieder keine Farbe. Doch, 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 da kommt die Farbe. Ja, ja. Geil. So, haben wir. Das ist ein B. Okay, weiter geht's. Ja, ja, ich bin dabei. Keine Farbe mehr. Ja, es ist immer so eine kleine Nadel. Ja, aber es geht. Es geht, es läuft. So, S. S. S wird lustig. Es steht. Super. Ach so, super. Es wird, es wird, es wird. Du machst es voll gut. Ist das erste Tattoo? Ja. Genial. So. Steht. Geschafft. Das Augen, ne?